Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Wir haben uns letztes Mal versucht, hier um unser Stauproblem zu kümmern, was sich hoffentlich irgendwann mal auflöst. Aber schaut aktuell ganz gut aus, der Verkehr zieht nach und hier scheint es auch nicht mehr so dicke zu sein, außer dass es halt immer noch staut. Aber ich denke mal, dass das sich mit der Zeit auflöst, wenn man hier vorspult. Dann sollte sich nach einer Zeit der ganze Stau so ein bisschen wegziehen können. Hoffe ich mal. Hier haben die auch... Ah, da ist noch eine Ampel drin. Okay. Ja, heute ist leider die Facecam aus. Das liegt daran, dass bei mir eventuell es passiert sein könnte, dass ich jetzt ganz dringend aufnehmen muss, weil ich vergessen habe aufzunehmen. Und sagen wir es mal so, ich für morgen noch eine Folge brauche und irgendwie meine Webcam gerade nicht will. Jetzt war ich halt notgedurft, gezwungen, sozusagen sowas zu machen. Und aus irgendeinem Grund, what the fuck geht hier denn schon wieder ab? Kann ich denen hier sagen, dass sie einfach Vollgas geben sollen? Scheiß drauf, was da passiert. Also so. Damit endlich mal dieser Stau aufhört, weil das ist halt wieder so nicht so ganz produktiv, um den Stau aufzulösen. Also im Grunde liegt gar nicht mehr das Problem da. Oder doch? Nee, eigentlich nicht. Das Problem liegt da. Da brauchen wir eine Ampel, denke ich mal. Ich bin für Ampel. Warte mal, da tun wir jetzt aber auch hier wieder uns einmischen, indem wir sagen, du darfst nach hier abbiegen und fährst gerade drüber. Während du nur nach hier abbiegst, während du nach dort und nach da fährst und du so fährst. So, dann mischen wir das nochmal ein bisschen ein. Schauen wir, wie das mit den Ampeln jetzt funktioniert. Vielleicht ist doch hier mal eine Ampel hilfreich. Weil so geht natürlich dieser Flow hier ein bisschen schneller. Und um zu verhindern, dass die sich erst hier einreihen, tun wir ihnen hier auch schon sagen, hey, ihr dürft hier nicht mehr wechseln. Bedeutet entweder oder. Und hier geben wir ihnen genau dieselbe Chance. Hier geht's auch straight und hier geht's auch straight und nach der guten Notfallzone. Aber warum wollen denn die alle unbedingt da rein? Die wollen da drehen, kann das sein? So die Drehpunkt. Warum wollen denn die da drehen unbedingt? Hä? Und da ist irgendwie so ein dezenter Stau mittlerweile schon. Hupsi! Eigentlich müssten wir nochmal überlegen, ob wir nicht das ganze System hier überarbeiten, weil, ist irgendwie schief gelaufen. Wie schaut es eigentlich mit unserer Rakete aus? Kann die mal starten? Oh, wir können Rakete starten. Und ab geht die Scheiße. Let's go, Mario! Up, up and away! Woohoo! Bye, bye, Rakete! Tschüss! Bis nächstes Mal! Eieiei! Man kann wirklich die Kamera. Ach, Halle, was geht denn jetzt ab? Was bist denn du? Moin, moin.
Schwerer Zwitscherer. Chirplix. Was? Ich könnte das Fahrzeug entfernen. Ich glaube, das ist aber nicht so schlau, ne? Also das fährt jetzt hier rein, holt wahrscheinlich eine neue Rakete raus zum Starten. What the fuck? Was geht denn jetzt alles hier ab? Wo kommen denn die auf einmal alle her? Der schwere Zwitscher 1 ist gestartet am 22.2035. Und wir hatten dezent viele Zuschauer. Die wollen jetzt auch alle wieder heim. Oh, jetzt wird wahrscheinlich die nächste Rakete gebaut. Jetzt müssen die bloß alle wieder heimfinden. Wie schaut's hier mittlerweile aus? Wisst ihr was? Ihr habt gar kein Recht mit abzubiegen. Mir scheißegal, ihr biegt hier nicht mehr ab. Ihr fahrt hier bloß nur noch geradeaus. So. Fertig, aus. Dann beruhigt sich jetzt nicht auch die Lage und dann kann ich gleich die Ampel auch entfernen. So. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an, indem wir Highspeed machen. Wenn der ganze Schmarrn hier weggeht, ach ja, dann drehen die da rein und drehen. Ich hätte es mir ja irgendwie denken können, oder? Verstehe bloß nicht ganz den Sinn, was die AIDA hat. Und hier müssen wir eindeutig mal eingreifen, weil dass ihr dahin wollt, ist ein Schmarrn. Weil ihr müsst die Straße so verwenden, dass ihr die alle nutzen könnt. Die dürfen entscheiden, der darf auch entscheiden und der darf... Also die dürfen halt nicht entscheiden. So. Ah ne, stimmt gar nicht. Halt, stopp, das ist falsch. Du musst... Registriert auf, was ich sage. Das ist ja für den ganz, ganz Neuen dann die Linie, die dann noch dazukommt. So. Nee, ihr sollt da... Jetzt despawnen die Autos. Warum despawnen die? Nein, nicht Verkehr löschen, sondern Despawning ausmachen. Geht das? Oh oh. Oh oh. Ja, das mit dem Verkehr, das habe ich super im Griff. Machen wir mal hier die Ampel raus. Das könnte eventuell zum Vorteil werden. Ihr habt doch gar keinen Grund, dort abzubiegen. Mensch, Meyers. Dann tun wir halt hier doch eine Ampel ein. Für mir ist auch scheißegal. Ah. Sehr grausam. Aus irgendeinem Grund wollen die alle drehen. Mittlerweile funktioniert ja wenigstens der hier. Also es kommt halt sau viel Verkehr noch dazu. Hm.
Das ist aber alles sehr, sehr schlimm. Mittlerweile ist der Verkehr so gestaut, dass irgendwie die Hälfte steht nur noch. Ach du Himmelhilfe. Ich glaube, wir despawnen jetzt einfach mal komplett den Verkehr. Nochmal Verkehr löschen. Ist zwar Cheating, aber wir müssen ja irgendwie schauen, dass hier irgendwas passiert. Nicht genügend Rohstoffe. Da es geht ja eh alles gerade im Bach irgendwie auch runter. So, das sollte ja relativ easy gehen. Also, ich weiß ja nicht, woher die ganzen Autos auf einmal kommen, aber es sind sehr, sehr viele. Das Verkehrssystem haben wir ja gelöst. Der ganze Stau hier sollte sich lösen, wäre hier fährt alles. Und hier kommen eine Tonne LKWs auf einmal daher. Warum gehst du da auf die dritte Spur? Ich mache das Teil jetzt hier zweispurig. Vielleicht ergibt das dann mehr Sinn. Wenn ich dich zu einer simplen Doppelspur bastel. So. Und dann sagen wir dir, fahr hier hin und fahr dorthin. So, dann haben sie doch schon 90% unseres Staus gelöst, oder? Rein theoretisch. Das größte Problem war doch, weil die hier mit dem Kreisel auf die innere Spur gewechselt haben. Das sollte sich jetzt rein theoretisch lösen. Rein logisch. Schauen wir mal, jetzt müsste sich gleich der Stau entfernen. Irgendwie. Jetzt kommt da wieder eine Tonne an Verkehr an. Die drehen hier alle. Problem ist, warum wenn? Warum? Dann fahrt doch da ab und geht nach da drüben. Irgendeinen Sinn hat es. Beziehungsweise irgendeinen Grund. Habe ich denen da irgendwas gesagt? Oh, das könnte es gewesen sein, dass ich gesagt habe, ihr dürft. Schauen wir mal, ob das was auswirkt, wenn ich jetzt hier sage, dass die nur noch so, dass sie schon so fahren dürfen. Beeinflusst es etwas? Ich gebe denen jetzt trotzdem nochmal das Recht, weil das halt einfach wirklich viele LKWs sind, auch doppelt nach da abzubiegen. Und dann das Durchbruchsrecht noch dazu. Man sollte doch ein relativ großer Teil des Verkehrs wegkommen, oder? Man ist hier echt immer. Oh, oh, oh. Holla! Moment mal! Ups! Also das Problem eher, dass hier der Verkehr nicht rauskommt. Ihr Leute, ihr müsst nach da. Und nach da. Und nach da. So. Das mit dem Verkehrslager, hier müsste man nochmal überdenken. Irgendwie funktioniert das nicht so wie geplant.
Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.